Ja, meine Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Schön, dass ihr mal wieder eingeschaltet habt und ein Ründchen hier mit Ride Alone mitfahren wollt. Mahlzeit. Ja, GS-Fahrer grüßen mich. So viel dazu. Ja, wie gesagt, schön, dass ihr wieder dabei seid und hier auf der großen Schwarzen mitfahren möchtet. Wir fahren jetzt Richtung Möhnesee. Ja, keine Panik. Bis dahin werden wir hier in diesem Video nicht kommen. Ich möchte euch nur ein bisschen was zum gestrigen Tag erzählen. Und zwar, ja, war das ein richtig geiler, mega geiler Tag. Richtig schön. Das Wetter war astrein, 24 Grad, nicht zu heiß. Ja, leichte, frische Windbrise. Alles wunderbar. Und ja, ich war gestern mit dem Olaf unterwegs. Und zwar, ja, mal wieder runter ins Bergische Land zum Stöffelpark, zum Anfänger-Enduro-Training oder Enduro-Kurs oder, ja, sagen wir mal, Anfängerfahren für auf losem Untergrund. Ja, bleiben wir mal auf dem Teppich. Enduro-Fahren ist eine ganz andere Hausnummer, eine ganz andere Klasse. Da hatte ich mich jetzt schon, weiß ich nicht, vor einem halben Jahr oder dreiviertel Jahr angemeldet. Der Olaf ist dazugestoßen. Der hatte eigentlich vor, mit seiner ebenfalls großen Schwarzen dorthin zu fahren. Er hat ja auch hier die 1250er GSA, nur dann 21er Modell. Ohne Schnabelventil. Ja, genau der Olaf, mit dem ich auch beim Bernd war. Hier auch an der Stelle schöne Grüße an Moto Comfort. Zwecks Kardankontrolle waren wir ja da. Genau, mit dem Olaf sollte es zum Stöffelpark gehen. Ja, im letzten Winter, in der Winterzeit, in der dunklen, kalten Jahreszeit, da guckt man ja das ein oder andere YouTube-Video mehr und beliest sich und guckt und informiert sich. Und da ihr wisst, dass ich auch hier eine Transalp fahre und zu dieser Zeit auch die Transalp ein bisschen neu aufgebaut habe, neues Fahrwerk und großer Service und alles gemacht und getan, dass sie wieder richtig schön dasteht und fit ist. Ja, bin ich dann doch auf das ein oder andere TET-Video gekommen. Ich hatte es ja damals schon angemerkt, dass mich das sehr interessiert, mal so ein TET zu fahren, beziehungsweise überhaupt mal runter vom Asphalt, so ein bisschen rein in die Botanik, natürlich dort, wo es legal ist. Und ja, in Deutschland gibt es natürlich nicht so viele Ecken, mehr so im nördlichen oder nordöstlichen Bereich. Dort gibt es wohl noch die ein oder andere Geschichte, wo man so in der Grauzone oder auch teilweise wirklich noch legal fahren kann. Wie gesagt, leichtes Gelände, einfach nur loser Untergrund, darum geht's. Runter vom Asphalt. Und da hatte ich da so richtig Blut geleckt. Weiß nicht, ob man kennt, der Harzer Enduro-Wanderer zum Beispiel oder Rolf Feldmann und solche Geschichten habe ich mir dann ganz gerne angeguckt im Winter. Ja. Und natürlich sollte man, oder bin ich der Meinung, das nicht einfach blauen Auges machen und einfach los, wenn man es noch nie gemacht hat. Zumal ich ja auch die Geschichte mit dem Unfall hatte und ich habe immer noch meinen Tibia-Nagel im Bein und ja, ich bin ein bisschen vorsichtig. Die Schulter war ausgekugelt und da muss man es natürlich nicht übertreiben, ganz klar. Gerade im Gelände ist es schnell passiert, dass man mal umkippt, umfällt oder stürzt sogar. Ja, und da so ein bisschen auf Nummer sicher zu gehen, sage ich mal, habe ich mir gedacht, machst du mal so einen Anfängerkurs mit. Habe mich dann im Internet informiert, aber die meisten waren mir alle schon zu strange eigentlich, auch damit Mietmaschine und relativ lange Anfahrtswege, das heißt mit Übernachtung oder zwei Übernachtungen sogar über ein verlängertes Wochenende und dann bist du da ruckzuck bei, was weiß ich, 700, 800 Euro mit Leihmaschine, vielleicht sogar noch mehr, mit Hotel und Verpflegung allen drum und dran und ja. Und wir haben einen Kollegen in der Gruppe, der Patrick, der ist da auch öfters unten im Stöffelpark unterwegs, fährt auch, also jetzt richtig hart Enduro. Der hat da wohl auch schon den ein oder anderen Tag als Instructor mitgespielt.
gibt es auch, glaube ich, diese Stöffeltage, so eine Art Tag der offenen Tür. Ich kann ja mal unten in der Videobeschreibung ein paar Videos davon verlinken. Die Caro unterwegs war zum Beispiel auch mal dort. Aber das ist jetzt in der letzten Zeit ausgefallen aufgrund von Corona. Ja, und Enduro-Training, wie gesagt, waren jetzt in diesem Jahr, natürlich Anfang des Jahres, waren da, also die ersten Termine waren schon direkt wieder ausgebucht. So, dann habe ich mir den nächstbesten geschnappt. Das war jetzt hier im Juli bei Heike Escapes. Auf der Seite kann man das buchen, kann ich auch unten mal verlinken. 130, 135 Euro, glaube ich, kam das jetzt für einen Tag oder für einen halben Tag, kann man eher sagen. Von 10 bis 16 Uhr geht das, aber ich sage hier schon an der Stelle, das reicht. Wenn ihr das noch nie gemacht habt und ihr seid jetzt nicht unbedingt fit in der ganzen Geschichte, dann reicht das. Ja, also habe ich wirklich gemerkt, wie gesagt, gestern war der Tag und mir liegt das heute immer noch so ein bisschen in den Knochen, weil man auch die ganze Zeit oder größtenteils im Stehen fährt. Da sind auch 24 Grad, fühlen sich an wie 35 Grad. Man ist da ganz schön am Kämpfen und am Ackern. Ne? Ja, der Olaf, wie gesagt, wollte mit seiner 1250er dorthin. Mutig. Ist ja auch noch recht jungen Baujahres. Und ja, ich sag, Olaf, meinst du wirklich, mit der großen, dicken, noch nie gemacht, wenn die mal kippt, kannst du die kaum halten. An der Stelle auch gesagt, da waren natürlich auch etliche mit einer großen Maschine, Yamaha Super Tenere und mittelgroßen Maschine, F800, Triumph, Tiger und sowas. Ne? Aber wie gesagt, also ich denke mal, gerade am Anfang ist eine kleine Maschine die bessere Wahl, kann man besser handeln, ist leichter, wenn sie mal fällt, kann man sie besser aufheben. Und wie gesagt, mit der Transalp hatte ich mal vorgehabt oder habe vor, mal so ein TED zu fahren. Und deswegen sollte es dann auch mit der Maschine sein. Und irgendwie habe ich dann den Olaf angefixt. Und jetzt hat er kurz entschlossen, vor 2 Wochen kam wahrscheinlich so ein bisschen der Wunsch auf, oder der Gedanke, der Ride Alone hat doch recht, ich mit meiner Dicken darunter, eher auf der Transalp oder F800 hatte ich dann auch noch im Sinn, damit dann runterzufahren, weil die ergonomisch dann einen Tacken besser ist, aber vom Motor her dann wieder ein bisschen giftiger, nicht so, ja, zukommend auf den Fahrer wie die Transalp. Gerade im Stehenfahren, wenn man da ein bisschen zu viel Gas gibt, dann fällt man hinten rum. Also da muss man schon ein bisschen im Auge haben und im Griff haben bei der F800. Deswegen, also die Transalp ist in solcher Sache wirklich gutmütig. Kann ich eben nur ans Herz legen, dieses Motorrad, gerade als Anfänger. Die hast du auch nicht so schnell abgewürgt und so. Das ist wirklich ein treues Lieschen. Ja, um nochmal zurückzukommen, wie gesagt, Olaf habe ich dann ein bisschen angesteckt, angefixt und ja, dass er sich dann kurz entschlossen letzte Woche noch auf den letzten Drücker eine gebrauchte Transalp gekauft hat. Mit meiner Hilfe haben wir so ein bisschen geguckt und dann war da eine zufällig in der Nähe, im ja, eigentlich sehr guten Zustand noch, wenig gelaufen, 40.000 oder was, Baujahr 95, ein Jahr älter wie meine. Allerdings dann mit dem Vorteil, dass sie da den 130er Hinterreifen bereits ab Werk eingetragen hat. Bei mir ja, darf ich jetzt jedes Mal zum TÜV latschen und Reifen eintragen, wenn ich die Marke wechsle und beim 130er bleiben möchte. Naja gut, so sind die Gesetze in Deutschland, muss man nicht immer so gut verstehen. Die logische Basis ist da manchmal nicht so ganz vorhanden. Aber egal, anderes Thema. Hat er sich gekauft, 2 Tage vorher, einen Tag vorher noch angemeldet. Noch keine große Tour damit gefahren, noch gar nicht richtig drauf eingeschossen und dann hat er mich direkt um, ja, er wohnt ja in Münster, das sind so 1,5 Stunden über Land, ist dann morgens losgefahren, war dann pünktlich um 7 Uhr bei mir, ich bin dann auch recht früh aufgestanden, auch um 5 Uhr, so dass wir wirklich pünktlich um 7 Uhr dann losfahren konnten, runter, wie gesagt, zum Stöffelpark, wir beiden langen auf der Transalp. Er hatte normalen Reifen drauf, Conti Trail Attack 3, aber das passt, also das könnt ihr auch mit Straßenreifen fahren, sagte der Instructor, macht euch keine Gedanken, ihr müsst jetzt nicht unbedingt Stollenreifen oder so dafür haben oder Semi-Stollenreifen oder irgendwas, also das geht auch mit normalen Adventure
Tourenreifen hier, ne? So à la, wie gesagt, Conti Trail Attack 3, Pirelli Scorpion Trail 2 und Mazda Tourance Next und so, das geht. Weil wie gesagt, das ist einfach nur schotterloser Untergrund. Wir hatten noch das Glück, dass es trocken war, also nichts matschig, dann klappt das auf jeden Fall. Ja, waren dann da um 9.45 Uhr pünktlich, wie vereinbart, im Stöffelpark am Treffpunkt. Dann gab es eine Einweisung, es waren, ich schätze mal so, glaube ich, lasst mich lügen, 40, 50 Leute. Dachte ich, oh, die Gruppe ist ja ganz schön groß, da kommen wir wahrscheinlich ein bisschen zu kurz. Nee, es waren dann drei Instruktoren dort und es wurden dann drei Gruppen gemacht. Es wurde dann vorher ein bisschen abgefragt, nach einer kleinen Kennenlernrunde, wie man sich so einschätzt, ob man totaler blutiger Anfänger ist, auch in Sachen Motorradfahren. Da haben wir uns gleich zu gemeldet, auch wenn es nicht der Tatsache so weit entspricht, weil wir wollten wirklich absolut die Basics lernen und nicht übertreiben, gerade jetzt vor dem Frankreich-Urlaub da noch irgendwie Knochenbruch bekommen. Deswegen. Und dann Gruppe 2, das war, ist dann halt so mittelschwer, aber im Endeffekt ein Anfängerkurs, allgemein Anfänger. Ja, und die gesamten Anfänger, die dort aufgeschlagen sind, die sich dort angemeldet haben, wurden dann halt nochmal so in drei Gruppen aufgeteilt. In fahrerischen Können oder in der Selbsteinschätzung. Und wie gesagt, wir haben uns lieber dann in die niedrigste Gruppe sozusagen eingereiht, in die absoluten blutigen Anfänger. Haben jetzt nicht zu hoch gestapelt. Und wie gesagt, wir wollten einfach mal reinschnuppern und das ist auch das Stichwort, wenn ihr mal reinschnuppern möchtet, ohne jetzt einfach irgendwie blind drauf loszufahren. Was ich euch nicht empfehle, weil wie gesagt, es ist schon ein bisschen was anderes, auf losem Untergrund zu fahren, im Stehen zu fahren, mit der Kupplung zu spielen, mit der Fußbremse, Vorderradbremse, gerade wenn ihr auch kein ABS habt und so weiter. Anfahren am Berg, wenn der Motor abwirkt am Berg, was mache ich, wie hebe ich die Maschine wieder richtig auf und diese ganzen Tipps und Tricks, die bekommt er dabei gebracht und könnt natürlich auch Fragen stellen, werden alle beantwortet. Die Instruktoren sind super nett und hilfreich, wie gesagt, für Speis und Trank ist gesorgt. Ja, es war ausreichend Wasser und andere Getränke vorhanden, es gab ein Mittagessen. Da müsst ihr euch um nichts kümmern. Und um in diese ganze Materie sich so ein bisschen einzufinden, reinzuschauen, ist es was für mich, ist es nichts für mich, ist das wirklich ideal. Und wie gesagt, für den Preis 130 Euro kann man nicht meckern. Zumal es dann auch noch in der Nähe von, oder relativ in der Nähe von uns war, ohne Übernachtung war es möglich. War das wirklich ein absolut gelungener Tag. Dazu kommt natürlich auch auf noch ein Video. Das soll jetzt hier so eine kleine Einleitung zu den nächsten Videos sein. Ich werde da bestimmt 1, 2, 3 Teile raus machen, mindestens 2, 3, 4. Weil wie gesagt, also die Erinnerungen, die möchte ich doch ganz gerne in Bild und Ton festgehalten haben, für die Ewigkeit auf YouTube und euch dran teilhaben lassen. So, was ist jetzt hier? Kriegen wir grün oder... Ja, und ich war gestern halt so ein bisschen aufgeregt und dann teilweise auch erschöpft und müde im Nachgang, dass ich da auch dann so ein bisschen die Einleitung vergessen habe. Deswegen hier das kleine Video schiebe ich jetzt einfach mal im Nachgang aufgenommen für den Vorgang. Ja, schiebe ich einfach jetzt hier mal als Nachgang dazwischen, beziehungsweise im Nachgang nehme ich es jetzt auf und werde dieses Video dann vor den Stöffelpark-Videos veröffentlichen, damit ihr wisst, was jetzt auf euch zukommt. Ein bisschen meine Meinung jetzt dazu erzählt. Absolut geiler Tag, der mir immer in der Erinnerung verweilen wird. Wirklich gelungen und ihr müsst auch wirklich keine Angst haben. Ja? Also das... Teilweise waren da wirklich Übungen, wo man sagt, ne? Aber es ist eigentlich alles halb so schlimm, weil wie gesagt, es ist ein Anfängerkurs, es wird Rücksicht drauf genommen und die haben natürlich auch ihre Erfahrungen und wissen, Leute, die das noch nie gemacht haben,
wenn sie den Willen zumindest haben, dann schaffen die auch die Übungen, die dort gemacht werden. Ja? Und wenn ihr wirklich nicht sicher seid, dann müsst ihr auch an keiner Übung dran teilnehmen. Das ist keine Pflicht, wenn ihr sagt, nee, da den Berg jetzt hochfahren oder was weiß ich. Nein, absolut nein. Dann müsst ihr das nicht machen. Ja? Dann schaut ihr halt den anderen zu. Oder dreht in der Zwischenzeit ein paar Kreise oder was weiß ich. Ne? Also es ist wirklich top gewesen. Wirklich top. Jo, so, wir sind jetzt hier gleich am Möhnesee. Da treffen wir noch ein paar Kollegen hier aus unserer Gruppe Kurventurer Sauerland. Heute geht es zum Edersee. Einmal komplett rum, dann ja wieder südlich zurück, unterhalb Richtung Rhein-Weser-Turm und dann wieder hoch zur Sorpe. Rund 340 Kilometer, 350 Kilometer. Angenehme 21 Grad, wir haben jetzt halb 10, 10 Uhr treffen wir uns. Und da ist ein dicker, dicker, fetter Klotz auf der Straße. Ja, herzlichen Glückwunsch. Ja, dann fahren wir mal ein bisschen langsam. Stichwort langsam fahren. Das ist nämlich die Kunst beim Motorradfahren. Gerade beim Endurofahren. Schnell fahren kann jeder. Ja, sobald sich die Kreiselkräfte aufbauen, ab 25, 30 km/h fährt das Motorrad eigentlich recht stabil. Man kann die Lenker, man kann die Hände vom Lenker nehmen. Aber im Gelände kommt es, gerade im Gelände kommt es halt darauf an, die Maschine langsam zu bewegen. Blickführung ist das A und O und die Balance halten dabei. Und das Ganze dann natürlich noch im Stehen, weil im Gelände oder auf losem Untergrund wird eigentlich meistens im Stehen gefahren. Und dabei dann halt mit den entsprechenden Techniken, die es dort gibt, das Motorrad in Waage zu halten, dass da keine Unruhe reinkommt oder dass es sogar zum Sturz kommt, zum Umkipper. Das ist die große Kunst. Ja. Und vor allen Dingen, man muss da hundertprozentig bei sein, entschlossen sein, wenn man jetzt irgendwie eine Strecke entlang fährt und da kommt irgendwie ein Berg oder eine Kuppe, wo man dann hochpreschen muss. Da muss man auch wirklich hundertprozentig dabei sein, den Willen haben und nicht nur irgendwie mit 80%. Da muss man Gas geben, ja, auf gut Deutsch gesagt. Also mit halben Sachen im Gelände wird es dann ganz schnell kritisch. Ja, und im Nachhinein war es wirklich geil und die absolut richtige Entscheidung, dort mit der Transalp hinzufahren, weil wie gesagt, es ist eine super gutmütige Maschine. Ich komme schnell auf den Boden mit den Beinen, von der Ergonomie nicht hundertprozentig, aber okay für das, was wir gestern gemacht haben. Mit der großen Never, nein, die ist mir zu neu und die wäre mir hundertprozentig dort umgekippt. Mit der Transalp gab es auch die ein oder andere Situation, wo ich mal schnell das Bein abstellen musste und ja, die Maschine leicht schräg war und das bei den 200 Kilo, die habe ich dann halt noch fangen können, mit den 270 hier, die wäre mir hundertprozentig umgekippt. Und beim Olaf genauso, der sagte im Nachhinein auch, hör mal, das war die beste Idee von dir, mich ein bisschen zu überzeugen, ja, eine kleine Dreckfräse, wie er sie so lieb nennt, zu kaufen. Jetzt nicht nur für den Stöffelpark, sondern allgemein. Wir wollen mal schauen, was die Zukunft so bringt für uns, dass wir dann noch mal außerhalb des Stöffelparks irgendwo mal ein bisschen auf losem Untergrund fahren können mit den zwei kleinen. Ja, und die F800 ist, wie gesagt, habe ich auch noch zu Hause stehen mit dem Pirelli STR. Da waren auch viele von dort, auch mit dem Reifen vor allen Dingen. Wäre für Stehen fahren natürlich besser gewesen von der Ergonomie her, von der Lenkerhöhe, Entschuldigung. Wobei ich habe bei der Transalp auch noch mal zwei Tage vorher mir von Vogt eine Lenkererhöhung drangebaut, 20 mm, das war dann schon besser. Die Gummis von den Fußrasten entfernt, war dann auch noch mal ein Zentimeter und dann ging es eigentlich. Ja, ja, F800. Wie gesagt, der Motor ist so ein bisschen gerade wie das ältere Modell ohne Riding Modes und so weiter. Die Gasannahme, die ist schon sehr direkt und die geht auch sofort nach vorne. Ja? Und wenn ihr dann da am Stehen seid, auf losem Untergrund und verhaspelt euch so ein bisschen mit der Kupplung oder auch durch die Erschütterung vom Vorderrad und verreißt so ein bisschen das Gas dabei, die geht sofort nach vorne, macht einen Ruck und wenn ihr nicht so ganz gefasst seid, dann fliegt da hinten rüber. Ja?
Auch ein ganz wichtiger Punkt, deswegen immer mindestens zwei Finger an der Kupplung. Ja, dass wenn dann halt so ein Ruck kommt und ihr nach hinten geht, dass ihr dabei sofort die Kupplung wieder ziehen könnt. Dann heult nur kurz die Maschine auf, aber ja, ihr steht noch weiterhin drauf und fliegt nicht hinten weg. Aber wie gesagt, die Transalp war eigentlich jetzt auch im Nachhinein definitiv das bessere Fahrzeug. Zumindest für mich. Und wenn die jetzt mal gefallen wäre, dann wäre es absolut nicht schlimm gewesen. Wir wollen auf jeden Fall nächstes Jahr nochmal dorthin, ja, oder ein anderes Enduro-Training machen, mal schauen. Dann vielleicht dann auch mit der F800, mal schauen. Aber zum Üben, zum Reingucken, zum Schnuppern waren die kleinen Maschinen, sprich Transalp. Oder eine Freewind war auch da. Kawasaki KLE 500 auch zu empfehlen. Das sind geile Bikes, um da einfach mal reinschnuppern zu können. Und wenn es nichts ist, dann kann man die Dinger immer wieder verkaufen. Und das große Schätzchen ist heil geblieben. Ja. Oder ihr seid auf den Geschmack gekommen und ja, fahrt dann auch mal mit der kleinen Maschine irgendwo abseits legal im Gehölz, im Gemüse. Weil die Dinger machen echt Spaß. Also, ich habe nichts vermisst, ich habe die 800er nicht vermisst, ich habe die große nicht vermisst. Also auch wenn wir eigentlich ja, die ältesten Maschinen mitunter dort hatten und die kleinsten und alles, weil die meisten sind dann doch mit ihrer Hauptmaschine gekommen. Aber das wäre ihm alles viel zu schade gewesen. Und der ein oder andere hat sich dort auch hingelegt, die Maschine abgelegt und nee, da blutet einem dann nur das Herz. Ne? Wenn man dann so ein bisschen Übung hat und man ist drin, dann kann man immer noch mit der großen sich ins Gemüse wagen. So, jetzt haben wir 25 Minuten, glaube ich, gequatscht. Ich will das Video auch nicht zu lang werden lassen. Wir sind jetzt hier auch schon am Möhnesee. Ja, wie gesagt, also jetzt im Anschluss folgen dann die Videos aus dem Stöffelpark. Nimmt es mir nicht übel, wenn da mindestens zwei Teile kommen werden, wenn nicht sogar drei. Die Insta360 hatte ich dabei, da werde ich noch ein bisschen was zu einbauen. Ihr könnt mal auf Instagram schauen, da habe ich bestimmt ein paar Fotos jetzt online gestellt. Oder auch auf TikTok, dort bin ich jetzt mittlerweile auch vertreten. Unter ridealone-de, auf Instagram ridealone.de und auf YouTube, wie gewohnt, unter ridealone-vlog. Ja, das dazu. Na, ich hoffe, es wird heute nicht regnen. So ein paar Tropfen haben sie angekündigt. Ja, und wenn ihr jetzt sagt, nee, ist irgendwie ein bisschen zu umständlich, jetzt erst eine alte Maschine zu kaufen und mit der großen neuen möchte ich auch nicht dorthin. Es gibt natürlich auch Enduro-Trainings mit Leihmaschinen. Ne? Ihr seid zum Beispiel der Mammutpark, oberhalb von Kassel erwähnt. Dort kriegt ihr relativ günstig eine Leihmaschine gestellt. Eine Teneré kostet dort für einen Tag 70 Euro. Die haben auch eine Afrika Twin oder auch eine GS. Dann könnt ihr gleich mit einer GS üben. Macht natürlich dann auch Sinn, dass er dann mit einem Fahrzeug lernt, was ihr dann selber zu Hause stehen habt. Kostet natürlich alles ein bisschen mehr. Ne? Und wie gesagt, so zum Reinschnuppern war das jetzt für mich persönlich und ich denke auch für den Olaf genau das Richtige, bei Heike Escapes mitzumachen. Ja, an der Stelle sei erwähnt, das ist keine Werbung, alles selbst bezahlt, meine Erfahrungen, meine Meinung aus dem Bauch raus erzählt. Deswegen muss ich dieses Video auch nicht mit Werbung kennzeichnen, so wie viele immer meinen. Ja? Denn sonst müsste ich hier immer Werbung einblenden. Allein schon deswegen, weil ich hier über eine GSA quatsche oder hier ein BMW-Symbol zeige. Ja? Ich bin nicht gekauft, ich schalte noch nicht mal Werbung vor meinen Videos. Ich verdiene kein Geld mit YouTube. Und wenn ihr mal Werbung sehen solltet, dann ist das, weil YouTube meint, das Video ist so oft geklickt worden, hat eine hohe Resonanz, dann schalten wir mal Werbung. Ja? Oder ich habe irgendeine Musik verwendet, die Werbung bei mir dann im Video im Zuge dessen ja, abspielen möchte, ja? Weil sie die Rechte an der Musik hat. So, da sind wir schon. Ich glaube, da sind schon die ersten hier am Geronimo. Wie gesagt, 350 Kilometer rund nach einem relativ anstrengenden Tag wie gestern
Aber das packen wir. Heute müssen wir ja nicht im Stehen fahren. In diesem Sinne, alles Gute, meine Lieben. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen da. Bis demnächst. Bleibt heiter, munter, sauber und vor allen Dingen oben. Tschüss.